Hallo, mein Name ist Domagoj Djukic, ich bin BMWi-Chefdesigner. Heute würde ich Ihnen gerne erklären, wie wir Elektrifizierung maximal emotionalisieren. Mit dem BMW i8 Roadster haben wir nicht nur nachhaltige Elektromobilität geschaffen, sondern auch maximalen Fahrspaß. Dazu und noch mehr über die Philosophie von BMW i möchte ich Ihnen gleich erzählen. Mit dem BMW i3 und mit dem BMW i8 haben wir einen Grundstein gelegt für die Submarke BMW i. Mit dem BMW i3 haben wir visionäre Mobilität für die Großstadt entwickelt. Mit dem BMW i8 wollten wir untermauern, dass BMW für Freude am Fahren steht, für maximalen Fahrspaß. Jetzt mit dem i8 Roadster wollten wir auch Luxus für die Marke BMW i ganz klar positionieren. Dadurch, dass wir hier einen 3-in-2-Sitzer haben, ist der i8 Roadster nicht nur eleganter und noch exklusiver, sondern auch noch sportlicher in der Silhouette. Obwohl wir keine Dachsäule haben, an der normalerweise die Flügeltüren befestigt sind, haben wir es geschafft, die Flügeltüren lediglich an der A-Säule zu befestigen und somit dieses besondere Merkmal von dem i8 Coupé auch im Roadster fortzuführen. Ein zweites Highlight ist die durchströmte C-Säule. Man sieht diese Durchströmung, die beim i8 Coupé wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Und das haben wir geschafft, auch beim Roadster weiterzuführen. Damit haben wir sicherlich ein genauso atemberaubendes Design wie auch exklusives Design geschaffen. Auf dieser Zeichnung kann man sehr gut erkennen, dass diese durchströmte C-Säule und die skulpturalen Heckleuchten eingefasst werden von der oberen Spange, die normalerweise beim Coupé von der A-Säule bis nach hinten durchführt. Hier im offenen Zustand sieht man, dass natürlich kein Dach im Roadster da ist. Deshalb war es wichtig, dass wir dieses tragende Designelement anders schließen. Und durch diese zwei Höcker, die auch diese Sportlichkeit des Roadsters nochmal hervorheben, haben wir hier oben eine sehr schöne Spange und Ikone geschaffen, die ein besonderes Highlight dieses Fahrzeugs ist. Die Funktionalität so eines emotionalen Fahrzeugs spiegelt sich dann wieder im Interieur, wo es uns gelungen ist, gerade an den Plätzen, wo wir sonst im i8 Coupé zwei Sitze haben, haben wir ein besonders großes Ablagefach geschaffen mit noch einer zusätzlichen und praktischen Kartentasche, die beledert ist, auch in dieser neuen E-Copper-Lederfarbe. Auch das Softtop war wichtig, dass wir hier kein Hardtop haben, sondern ein textilbezogenes Softtop. Und mit diesem gelingt es uns auch vor allem, das Thema Luxus hier stärker zu adressieren, weil gerade in diesem Segment spielt auch die Exklusivität eines solchen Fahrzeugs eine große Rolle. Da es sich beim i8 Roadster um ein sehr flaches Fahrzeug handelt, ist natürlich die Topview eine sehr, sehr entscheidende Perspektive. Man möchte mit so einem Fahrzeug nicht nur den Fahrspaß, sondern auch Blicke auf sich ziehen. Dadurch haben wir einen großen Wert auf die Gestaltung von dem Heck des Fahrzeugs gelegt. Und man kann gerade in dieser Topview von dem Fahrzeug sehen, dass es eine sehr extravagante Linienführung aufzeigt, womit wir wirklich nochmal eine Ikone geschaffen haben. Das Design ist die Eintrittskarte in die Begehrlichkeit. Und nachdem ich jetzt Ihnen die Designmerkmale des i8 Roadsters nähergebracht habe, wünsche ich Ihnen auf Mallorca ganz viel Spaß, die Begehrlichkeit auch durch das Fahrvergnügen zu erleben und hoffe, dass Sie dabei sehr viel Spaß haben werden.